Wir stehen hier mit dem frisch gebackenen Obermeister Robin Rösch. Robin, nimm uns kurz mit, emotional auch durch das Finalspiel. Erster Titel als Trainer mit Österreich. Wie geht's dir? Also mir geht's gut. Ich finde, es war für mich zumindest keine emotionale Achterbahnfahrt. Ich bin sehr glücklich, diese Mannschaft betreuen zu können. Ich habe die jetzt kennengelernt über ein Jahr und muss sagen, dass die sehr gefestigt ist. Und ich habe die ganze Zeit den Glauben an die Mannschaft gehabt und von daher war es keine Achterbahnfahrt. Die Jungs haben einen tollen Job gemacht, sind füreinander eingetreten, haben eine große Leidenschaft gezeigt und dementsprechend hatte ich auch alles Vertrauen, dass es gut kommt, auch am Schluss. Und hoffe, ich habe das auch ausgestrahlt auf der Bank, eine gewisse Ruhe und Gelassenheit den Jungs mitzugeben, weil ich alles Vertrauen in die Jungs habe. Tolle Mannschaft. Dann nimm uns noch kurz mit zum Spiel. Wie hast du das gesehen? Nach einem durchwachsenen ersten Viertel, sind aber immer besser ins Spiel gekommen. Dein kurzer Einblick zum Spiel dazu? Naja, ich möchte sagen, das ist natürlich eine neue Spielzeit mit 4x10 Minuten. Und am Ende in der Crunch-Time musst du eben dann Mann stehen. Und das haben wir gemacht und dementsprechend haben wir auch verdient gewonnen. Ja, Österreich Nummer 1 in der Weltrangliste. Die nächsten Aufgaben für Österreich, worauf können wir uns da noch vorbereiten oder noch freuen? Ja, die nächste Aufgabe ist die Weltmeisterschaft, die ansteht in Südafrika. Da wollen wir natürlich gucken, dass wir unseren Titel verteidigen. Wird eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, einfach in einem neuen Kontinent, in dem Fall also in Afrika, hat noch nie so eine Hallenmeisterschaft stattgefunden. Ich freue mich darauf, ich freue mich, mit der Mannschaft da antreten zu dürfen. Und ja, wir wollen da gucken, dass wir da unseren Titel verteidigen. Ich denke, das sollte das Ziel sein.